Nina Hagen hat eine ihrer zahlreichen Wandlungen durchgemacht. Auf ihrem neuen Album Volksbeat gibt sich die Godmother of Punk auch mal ganz politisch. Sie treiben Themen wie Menschenrechte und Weltfrieden um. Auf meiner Platte ist ein Song dabei, der heißt Wir sind das Volk, angelehnt aus den Rufen der DDR-Bevölkerung in den 80er Jahren, die sich damals von der Krake der Staatsmacht, die lange Hand der Staatsmacht, gerettet haben. Und dann haben wir eine friedliche Revolution gesehen, wo kein Tropfen menschliches Blut geflossen ist, keine Kugel hat sich gelöst. Es war eine gewaltlose, friedliche Revolution. Ja, wenn du dich jetzt einfach mal umschaust, dann siehst du doch ganz genau, wir Menschen brauchen Freunde, keine Feinde. Nina Hagen ist immer noch bunt, sie kann immer noch schrill sein, aber viele ihrer Themen sind ernst. Sie warnt vor der Gefahr von Uranwaffen, pocht auf die Menschenrechte und fordert mehr direkte Demokratie. Dass wir Bürger zum Beispiel mal einen Tag im Jahr, dass sich Bürger wählen können, welcher von uns Bürgern im Bundestag eine Rede halten darf. Erst 2010 hatte die frisch getaufte Christin mit dem Gospel-Album Personal Jesus ein Comeback gefeiert. Es war ihre erfolgreichste Veröffentlichung seit 1979. Die neue Platte ist nichts fürs sonntägliche Kaffeekränzchen, sondern kommt mit Punk und Ska daher. Aber es gibt auch Besinnliches. Nina Hagen ist nun Protestsängerin. Keiner von uns ist frei, keiner von uns ist frei, keiner von uns ist frei.